Ja, hier tut der gute Mann gerade der Lokomobil in Bewegung setzen. Ja, aber wie viel Bar haben wir drauf? 2,5. 2,5 Bar. Hier hieß Akü. Und jetzt hat er. Ich liebe Dampf. War ja mein Beruf war auch mit Dampf zu tun. Funktioniert wie ein Dampflok. Überall steht ein schöner Klang. Jetzt steht es wieder. Und genauso funktioniert eine Dampflok. Antrieb. Hier kann man nachher baden. Ich habe einen Termin. Um 2 Uhr bade ich hier. Jetzt schürt er gerade an, der Kessel. Warte mal, lass mal auf. Der Feuerraum. Aus ist der. Rundherum ist der Wasserbehälter. Und ganz wichtig, dass immer genug Wasser drin ist, sonst verglüht alles. Und hier wird wieder Holz gesägt. Ist der gute Mann hier. Ist der gute Mann, wo das gute Stück gebaut hat. Hast du ja. Gut gemacht, ja? Hast du gut gemacht, ja. Und hast du noch was gemacht? Ja, ich war ja auch in einem Kesselhaus. Ne? Ich habe ja hier in Stockstadt gearbeitet, im Kesselhaus. Ja, ja. Hab hier was ja, ja. Habe ich ja auch mit Dampfgetriebe gehabt. Ich habe ja viel gemacht. Und das ist ja ein Großwasserraumkessel. Macht ihr was? Ja, ja. Wir hatten ja Kleinwasser da umgedreht, die Leute meine so von Logik, aber das sind halt enge Rohren. Ja, aber die Laie wissen das nicht. Ne? Ja, hier ist was los. Funktioniert hier ganz locker. Ja gut, ist ja drin zu verlieren, wenn man mal die Historik. Ja. Ich war wirklich schon dran. Also eine Hexung von 1920 ist vom Eichenloh. Ja. Und ursprünglich war das eine andere von der Angerrinde. Beziehungsweise war das die Maschine, die die große Maschine umgefeuert hat. Aha. Ja. Also, ja. Hatte nie einen Riesenfall. War Angerrinde. Also ein Antrieb von der Umsteigermaschine von der Angerrinde. Und große Schiffe haben ja große Maschinen ja, gefangen. Ja. Und die müssen ja vorwärts, rückwärts gesteuert werden und das hat die Maschine gemacht. Ja, früher gab es ja nur Dampfschiffe. Ne? Genau. Und da gab es ja gar Elektro. Ne? Schmeißen wir den Riemen auf die Oil. Ja, ja. Ja. Lass uns mal pfeifen noch einmal da oben. Was schmeißt er? Ich habe ja auch eine kleine Dampfmaschine, da haben wir so Modell. Ne? Ja. Die zischt und faucht. Ja, Modell wollte ich immer haben und meine Eltern haben gesagt, der kriegt er den Dreck. Lass uns mal pfeifen. Achtung, sicher. Muss ich sagen, ja. Ist das Wasser jetzt warm, Wasser? Nee, kalt. Wir können aber hier aus dem Kaltwasser vorwärmen müssen. Und der Abdampf geht ja hier durch Wasser. Ja. Deswegen kommt der ziemlich nass raus. Aha. Und das warme Wasser können wir an die Badewanne rüber. Ja, das ist der Vorratsbehälter. Speisewasser. Genau. Speisewasser hochfällt. Bauen die Weißwasser hoch. Und der Abdampf geht hier durch das weiße Wasser durch. Also immer ein Hoserohr drin und dann geht es hier raus. Deswegen ist der Abdampf relativ kalt und Und da kannst du noch ein Ding herantreiben mit dem Dampf. Eine Turbine. Ja. Das Problem an dieser Maschine ist, dass es eine sogenannte Volldampfmaschine ist. Ja. Für eine große Schippe war das ja egal. Ja. Die haben ja Druck und Kesselvolumen ohne Ende gehabt. Und dadurch haben die immer mit vollem Druck in die Maschine gekommen. Deswegen braucht die sehr viel Dampf, um die volle Leistung zu bringen. Aha, ja. Das ist ein bisschen der Nachteil an der Maschine. Aber für das hier reicht es. Eben, genau. Ja. Und der Kessel ist groß genug rechnerisch. Ja, wenn man sieht, dass die Maschine so viel Dampf verbraucht, also mehr wie ursprünglich ausgerechnet, kann ich nicht volllasten, kann ich sagen. Ja, danke. Hast du da. Ein TÜV machen? Ja, ja. Und TÜV-Sendel. Ja. Druckprobe. Alles. Wie viel Bar kann der aushalten? Ich hab den Geld, der hat 11 mm Wandstärke. Ja. 60. 6 Bar. Kann er.
Kann er ja. Rechnerisch. Aber der TÜV hat mir bloß 5 Tage genehmigt. Aha. Weil ich bin noch einem historischen Vorbild. Ja. Gebaut habe und das historische Vorbild hatte halt nur 5 Bar Betriebsdruck, der war von 1898 der Kessel. Ja. Und dann ist uns die Betriebsdaten 1 zu 1 übernommen. Also uns reichen die 5 Bar problemlos. Okay. Ein Lokomobil, oder? Ein Lokomobil. Ja. Ein stehender Kessel. Genau. Nein. Okay. Dankeschön für die Information. Danke. Ja.